Erinnere mich mal dran, 20 Mal Pizza rauszuholen, ist die schwarz. Deswegen habe ich so kleiner Pizzaofen, der dich selber ausschaltet. Sonst hätte ich schon, glaube ich, 20 Pizzas und so Zeug verbrannt. Weil ich es immer vergesse. Oh, das ist so langweilig, das Spiel. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, das ist halt, wenn wir jetzt selbst geleitet und ein bisschen killen, so ein bisschen unser Stats hochmachen. Da an einer Stelle, das ist viel zu hardcore draus, Alter. Die schlagen uns als ein zweites Mal als immer Papier. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, mit Vorschlaghammer hingehst und ein Stück Butter verprügelst. So ein komischer Jaguar kommt oder so, von dem kannst du immer wegrennen, der tötet dich einfach. Du kannst nichts gegen ihn machen. Du könntest ihn zuerst töten. Nee, hey, kannst du halt nicht, wenn du nichts hochgeskillt hast und schwach bist. Warum haben sie das nicht besser gemacht? Und gut gemacht. Hier lernst du jetzt erstmal die Mechanics, kannst du ein bisschen Blocke lernen und so. Und rausgehen kannst du von dem anderen Zeug prügeln. Ich glaube, ich kann. Außen gibt's da draußen. Doch, du gehst nichts, Penner, Alter. Wir haben Pferde nur 9. Das geht doch mal mit Korb, was ist los? Das ist einschläfernd. Oh. Nee, das wird es nicht schnell genug geben, WoW. Du bist auch nicht klein. Nee, ja, aber da habe ich was zu tun, habe ich Inis schön, dann kann ich Mobs killen, Leute heilen, so die ganze Zeit. Dann muss ich nicht durch 3 Stunden auf ein scheiß Skelett prügeln. Da gibt's gar keinen Unterschied, Digga. Doch! Da kann ich mir aussuchen, ob ich das Skelett draufhauen will oder ob ich es heilen will. So andere Leute einfach. Und hier, was mache ich hier? Kann ich überhaupt nichts machen. Da kann nämlich nichts töten, wenn ich Heiler bin. Weil du musst hier kämpfen. Auch wenn ich es nicht will. Ja, muss ich nicht. Was anderes machen. Vitamine gehen. Oder Kräuter sammeln. Und dann? Nix, mach Alchemie oder. Dich, was halt willst du, Sandbox? Ich mach, was du willst. Ja, dann schalte ich das Spiel jetzt aus. Kann ich auch machen, aber das ist nicht zu empfehlen. Warum? Dann das Spiel aus ist. Das ist nicht der Sinn vom Spiel, das Spiel auszuschalten. Dann hast du es aber gewonnen. Nee, hast du nicht. Hast du verloren, weil du aufgetauscht. Oh, wann können wir rausgehen? Also ich hab doch schon 4 Skelette gekillt, Mann. Da geht's schneller, Charakter wieder zu schlöschen und wieder herzustellen. Du Schwachsinn, Alter. Jetzt 3 Stunden, Alter. Da nur am 5 Skelette. Ja, kannst du jetzt einfach stehen bleiben und warte, bis der Magical Schools ausgelesen ist. Dann kaufst du das nächste Buch und fangst das an zu lesen. Das kannst du auch machen. Warum? Das bei Magier, das, bei der ersten Klasse, wie ich spiele, ist das so. Bei allem anderen tue ich hier Schwertskill und so. Auf dem Friedhof. Was rennen da für Spaß hier rum, Alter? Und wann hittet die scheiß Skelette? Du später auch, wann hittet du später irgendein so Bär, der du ja, was macht denn der da überhaupt, diese scheiß Type? Soll ich verpissen? Er hat doch hier nichts zu suchen. Er will farmen. Der weiß ja nicht, wo er sonst farmen soll, weil es Noob ist. Warum hat der Schild und Rüstung und das? Das ist nichts Besonderes, das kannst du dir draus auch kaufen. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Die Perfect Block erklärt, bis du besser kannst. Dann macht die Dinger gar keine Schade mehr. Mensch, aber der Friedhof und Killschade ist. Ja, angeblich. Keine Ahnung, Minecraft ist irgendwie spannender. Ich finde, der hätte mal Skelette, Alter. Was haben die für eine Reichweite, Alter? Das Ding ist jetzt 200 Meter von mir weg und trifft mich nur. Oh, bei mir ruckeln die Skelette auch, aber das ist nicht normal. Lol, das Skelett habe ich jetzt 2-mal perfekt geblockt und das war richtig schön. Doll, auf einmal habe ich es voll drauf, Alter. Bam. Oh, das scheiß Skelett soll umdrehen. Ich weiß ja, normalerweise bleiben die Skelette vor dir stehen und wäre das voll einfach, die perfekt zu blocken. Aber irgendwie laufen die momentan voll um mich rum. Im Update bestimmt irgendwas gemacht, Skelette kaputt genervt. Genervt? Oh, die waren voll viel einfacher. Du meinst, sie haben schwerer gemacht. Oh, sie haben sie schwerer gemacht. Ja, damit sie nicht so Spaß ist, wie wir farmen hier. Alter, jetzt haut mich da irgendwas, verdammt. Ja, das Skelett haut mich und trifft mich gar nicht, steht direkt vor mir. Ja, manchmal schubst du die auch nur. Oh, ich... Oh, wie der Fies, wo die Fieser killt. Ich muss immer nur dran stehen, heilen. Der Hund besorgen. Oh, jetzt kommen viel zu viele, Mann. Oh, warum kommen hier 3-4 Skelette, Alter? Hilf mir, Mann. Ich komme, ich heal dich. Ich muss erstmal Schwert ausziehen, sonst kann ich jetzt heilen. Ja. Heil mich mehr. Das war viel zu wenig. 7. 70, lol, Alter. 49, ja, das war der andere da. Ich dachte schon. Na, voll OP, da halb mich einfach der 40. Ich habe mal komplett wieder hoch. Boah, was wenn, wenn ich das scheiß Pferd treffe, bin ich auch wieder rot. Mit Grau. Ja. Das ist am besten nicht.
Die rennen so mit Absicht hier rum, dass man die so haut, damit man stirbt. Gibt Wichser, die rennen absichtlich, während du schlafst, vor dich, nur damit du sie triffst. Sonst hören sie dich. Schau dein Zeug. So, was, wenn ich das jetzt mache? Bei dir? Eine Bahnrolle mache, aber die werden dich wahrscheinlich stört. Boah, wenn das Skelett direkt neben dir aufsteht, einfach das Geräusch. Kann man eigentlich mehrere Skelette auf immer treffen? Hm? Kann man mehrere Skelette auf immer treffen? Stimmt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wann die zuhören. Du musst kurz, wo du siehst, wenn sie sich anfangen zu bewegen. Dann musst du halt anfangen zu blocken. Ja, nur sehe ich das halt nicht. Ah, kommt. Ja, wenn die anfangen zu laufen, ist das scheiße. Weil wenn sie stehen bleiben, dann bewegen sie sich halt nur, wenn sie schlagen. Und so bewegen sie sich die ganze Zeit, du kriegst auch mal durch die Arme. Da, Alter, voll der fette Wolf, was ist denn das denn? Wenn sich irgendeiner prügelt, mit Skelett und mehrere am Arsch hat, rennt einfach die ganze Zeit vorne, dann bleibt nichts anderes übrig. Und weil sonst kriegt er die ganze Zeit Schade, die Skelette schlagen ihn, aber er kann ihm keine Schade machen, weil du vor ihm stehst. Und was bringt mir das? Besser, du nervst ihn damit des Todes. Er kriegt Schade. Aha. Ja, gerade mit dem Typ. Nervig. So, und jetzt? Oh, bin ich schon überlastet, Mann. Doch, wie schnell lootet der Wichser? Was ist das denn? Ich hab irgendeine Oymanical, was ist das denn? Hä? Doch, wie schnell der Wichser lootet, Alter. Nicht mehr normal. Was ist denn die Durability von den Dingers? Weiß ich nicht. Irgendein Google-Übersetzer, ich weiß es nicht. Doch, ich hab irgend so Tindremix Gale Legging, zieh ich jetzt an. Ja, das ist Rüstung, aber du ziehst so keine Rüstung an, also nicht die. Ja, wie jetzt? Sind die Dinger mehr wert, da die anderen Köpfe von den Walking Dead? Ja. Lol, warum kill ich dann immer die anderen? Die andere leichter sind. Ich bin Programmer, ich kann das so. Wir können aber auf den Friedhof gehen, wo nicht so viel los ist. Dann müssen wir nur aus der Stadt raus. Nee, ist eh nichts los hier. Ich geh verkaufen. Klar, ist hier was los. Hier rennen so viele andere Typis rum. Ah, ich hasse das, wenn der komische Bike overbuggt. So ganz komisch. Ja, P, Max Speed habe ich 400. Ja, genau. Was denn? 112. Ja, wenn du Sprintetricks geht's höher. Das siehst du dann auch. Ja, was bringt mir das, wenn ich extra beim Sprinte P anmachen muss, Alter? Das ist doch voll umständlich. Nee, du drückst P und dann Sprinte. Du drückst nochmal Z, dann bist du ja das Mauszeiger wieder weg. Hörst du dir eigentlich selber zu, wenn du redest? Ja. So, also ich ein Gold, 200 Silber. Du bist Wichser, du bist Wichser. Ich sah um 20 noch, ne? Jetzt mal halber. Bin wieder da. Mhm. Und ich sehe das. Also Karte. Ah, sorry, hab auch nicht drauf geguckt. Hm. So, hier wird's 3 Gold und 46 Silber. Ich wusste ja nicht, dass man die Silber umtauschen, ich muss in Gold dingen. Hol ich mir das andere Buch da, oder was muss ich? Ich sag mir einfach, was ich da mache. Ja, bald können wir Banditetöte gehen und dann können wir schnell Gold. Ja, aber ich glaube, ich finde den Friedhof jetzt nicht mehr. Das sind überall eine Stadtschilder, wo Graveyard draufsteht. Nee, keine Schilder da. Aber ich glaube, ich habe es wieder gefunden. Hier ist der Brunnen, ja. Warum willst du gleich Pfanne gehen, oder was? Was? Nee, Alter, ich bin mindestens bis 3 Uhr noch wach. Alter, ich habe voll den verkackten Biorhythmus, Mann. Das ist so 12 Uhr mittags aufstehe, bis 3, 4 Uhr nachts wach. Kann man ja gleich mal ein bisschen rumlaufen, bis hier gehe ich und angucken. Nee. Weil die neue... Nee. Weil den neue Teil habe ich auch noch nicht gesehen, dann würde ich mir jetzt mal gerne angucken. Warte, ich muss aber dann irgendwie die Folge da von Witcher, was ich jetzt hochgeladen habe, die muss jetzt fertig sein, die muss ich noch reinstellen, so beschriften und das ganze Zeug. Ja. Dauert aber nicht lang.
Ja, du frisst jetzt deine Pizza. Der knusprige Pizza. Lol, was stehen da für riesen Viech rum, Alter? Also riese Huhn, Alter. So Scavenger, Vogel, Dodo, Teil. Ja, kann ich alles dominieren. Ja, das Ding ist ungefähr 7 Meter groß. Ja. Ja. Was, ja, Alter, das kann man doch nicht tame, so Viech. Klar, Größe sind alles. Doch, bei mir schon. Ich muss ja später mal die Bullen mal was angucken. Harmlos. Alter, die Skelette stehen einfach wieder auf. Minotaure sind noch schlimmer, die machen sogar Schade, nur weil sie hinterher rennen, Alter. Weil die auch eh Schade mit jedem Schritt machen. Die mit dem darfst du nicht in die Stadt gehen, Alter, weil du wärst sofort grau. Da lacht dann an dem Tower Minotaure vorbei und dann ist er schon verstört, ja. Wieso? Wannst du. Hä? Wenn. Ach so, lol. Was, wenn du davon 20 Stück hast? Kann schon einer gleichzeitig haben, die verbraucht viel Petpoints. Nee, das ist ja langweilig. Kann schon auch viele kleine Hunde, zum Beispiel ganz viele kleine Hunde. Das war ziemlich übel. Denke ich mal, hat irgendjemand mal erzählt. Oh, die solle lieber an dem Skyrim Multiplayer Mod weiterarbeiten. Voll eklig, Alter. Ja. Du! Mäus, guck mal. Wo gibt's die Viecher, Alter? Alter, der Größe, oder? Was hast du? Hä? Was meinst du, das Huhn da? Ja, ja, das Huhn, das ist irgendwie so ein seltenes Viech. Ja, das meinte ich doch, Alter, das Ding ist riesig. Nee, wir müssen jetzt Gold sammeln, bis zu 5000 Gold. Ich bin das Skelett, aber alles langsam, Digga. Morgen habe ich die, kein Problem. Bist du überhaupt noch bei den Skeletten? Ich habe eine Bank, das kannst du euch in die Bank. Nichts mit außer Fackel. Fackel und Carecases. Wofür braucht man die Fackel überhaupt? Das ist unnötig. Dunkel ist, in dunkle Höhle kommst du nicht rüber. Ach, in Höhlen geht man nicht rein, das wäre voll dumm. Hörst du die Viecher? Beider gar nichts, die Spucke mit. Esset, Alter. Das wird das Spiel einfach. Greifen deine Spieler nicht an, die töten deine Spieler. Was anderes. Nur schön. Weil das Magieschaden geht hier in dem Spiel immer durch Rüstung durch. Und den Magieschaden nicht verringern. Ja. Hier steht, du machst 100 Schaden, machst du die 100 Schaden. Muss ich erstmal treffen. Wer ist das nicht? In dem Moment, wo du den Schuss abschießt, den Target hast, so, trifft er den. Der kann ihm dann nicht mehr ausweichen. Guck, dass der Fadekreuz übrigens ist. So, die Schwarzschwärzer, können wir los? Was? Nee, ich bin noch nicht fertig. Muss ich noch Skelette töten? Voll langweilig. Alter, da halt mich irgendwie. Jetzt erlaubt sich der. Boah, jetzt hätte ich fast den Endtyp gehauen. Voll gefährlich, Alter. Was, wenn man so zusammen irgendwo draufhaut, dann. Das muss hier sein, schauen. Ist ja voll dumm. Warum gibt's keine Gruppe? Irgendwie so Gruppe enden. Thank you.
Filme und Auto brauchst du viel. Das kannst du als Single-Person gar nicht leisten. So. Ja. Warum ist die Stimme dämlich dran? Kennst mich nicht. Ich dich nicht kennen, wer kennt dich da an? Hm? Meine Mutter. Digga, die sieht dich vielleicht 10 Minuten an da. Logisch oder so. Ja, schon. Dann tun wir wahrscheinlich den Wort wechseln. Die sagt vielleicht Hallo und du guckst dann an, so schick dich oder ignorierst. Ja, so ist es. Ja, so. Kann ich mir Atombomben craften? Ja. Aus von Schweden. Oh, ich stell dir vor, ich finde das echt raus. Kannst du in dem Ding alles zusammenmixen, wie du willst. Es gibt die Kräuter und so, die haben Gifteigenschaft, aber ich glaube, es gibt noch keiner, der Gift so gefunden hat, herzustellen, wie das geht. Was du da zusammenmischen musst. Lol, war das nicht Heilding? Heilungsdinger? Wenn ich Gifte auf Klinge mache. Ja, es hat aber keiner Gift, glaube ich, so an sich hergestellt. Hm. Aber es gibt's, Mariana hat ja auch Gift. Oh, das Gift. Kannst du fressen und nach 3 Jahren kriegst du deinen Krebs. Mach dir Gold direkt auf die Bank, Digga. Und den nächsten Weg so und klaut's da. Du Taschendiebstahl. Doch, gerade eine Stadt, da laufen so Taschendiebe rum und klau das Gold. Das ist mir am Anfang auch schon passiert. Lol. 5 Gold zusammengespart von der Weg so. Ich geh gerade bei der Händler für Buch zu kaufen für die 5 Gold. Geh bei der Händler, klick ihn an, kommt zum Inventar, irgendwie ist kein Gold mehr da. Hm. Dann guck ich so in den Chat, ja, irgendwo Weg hat man die Tasche geguckt. Lol. Deswegen werde ich wahrscheinlich 100 Gold irgendwie gesammelt haben und jetzt ist sie da weg. Warum sagst du nichts, Mann? Wahrscheinlich haben sie. Eigentlich auch vorhin. Nur das Gold, dann kann man auch anders sagen. Ja. Als ob ich wirklich aufnehmen würde. Ja, ich habe jetzt 5 Gold, hab ich jetzt. Na gut. Ja. Und du jetzt alles, was du brauchst, einfach nur die Fackel mit und ein bisschen Kerkäse, ist das nicht verhungern, schon lauf mal los. Da habe ich keinen Kerkäse, habe ich nicht. Brauche ich nicht. Gut, dann komm. Bin ich nackig? Nee. Gut.